Aber damit solche und andere schöne Flecken nicht im Nullkomma nichts einfach verschwinden, müssen wir einiges tun, denn wir produzieren einfach zu viel Müll. Aber ein schlauer Hamburger Kopf, der arbeitet seit 20 Jahren an cleveren Lösungen in Sachen Umwelt und ist damit international bekannt geworden. In England, in den USA, in Holland, nur bei uns. Da kennt ihn bisher kaum jemand. Dabei könnten auch wir eine Menge von ihm profitieren. Michael Braungart denkt mit der Natur. Als Chemiker hat er neue Materialien erfunden. Qualität für Mensch und Natur. Als Unternehmer entwickelt er internationale Umwelt- und Bauprojekte. Seinen Studenten zeigt der Professor für Verfahrenstechnik, wie Produkte vom Entwurf bis zur Anwendung ökologisch gestaltet werden. Begonnen hat seine Karriere in den 80er Jahren mit der Gründung von Greenpeace. Protest am Abwasserkanal einer Papierfabrik. Braungart versuchte, den Betriebsrat von alternativen Techniken zu überzeugen. Können Sie das garantieren, dass das wahr ist, was Sie behaupten, dass es diese Technik gibt? Dann sind Sie wirklich der Erste auf der ganzen Welt, der das kann. Heute wird der Zellstoff überall mit Ozon und Sauerstoff gebleicht. Was Braungart damals vorschlug, hat sich als richtig erwiesen. In Hamburg hat sich Michael Braungart 1987 mit seinem eigenen Institut niedergelassen. Die Mitarbeiter und neue Lösungen stellt er auf einer Pressekonferenz vor. Wir sind ein Institut hier in Hamburg, EPIA, seit 20 Jahren. Ursprünglich aus Greenpeace hervorgegangen, weil wir gesagt haben, es ist schön, wir haben uns lang genug protestiert, aber es wird mal Zeit, auch Dinge zu lösen. Denn sonst kriegen wir einen Widerstandskämpferpreis, aber wird nichts geändert haben. Der Umweltwissenschaftler hat sich von der Natur abgeschaut, wie man es besser machen kann. Denn die arbeitet seit Millionen von Jahren in Kreisläufen. Aus dem Kern entwickelt sich wieder neues Leben. Die Natur produziert keinen Müll. Nur Menschen hinterlassen Abfall, wie Plastikwindeln. 1800 verbraucht ein Baby in einem Lebensjahr. Michael Braungart setzt dagegen. Darum ist das Denken von Müll als Konzept schon ein Problem. Es ist viel wichtiger, von vornherein alle Materialien als Nährstoffe zu denken. Das heißt, überhaupt das Abfalldenken sich abzugewöhnen, sondern von vornherein einfach nur an Nährstoffe zu denken. Was die Kleinen in den Windeln hinterlassen, ist guter Dünger für die Natur. Wenn Windeln kompostierbar wären, würden sie sich nach einem Jahr auflösen. Die Baumwolle ist eine reine Naturfaser, die viel Wasser braucht. Die Spritzmittel sind Gift für Insekten und für die Haut. Obwohl Indien traditionell bekannt ist für Naturfarben, färbt die Textilindustrie mit vielen Schadstoffen. Das Gift fließt ungehindert ins Grundwasser. In Indien ist Wasser knapp. Und so sind es weiter Cadmium, Chrom, Blei und Quecksilber, die Stoffe so leuchtend machen. Global gesehen ist die Textilwirtschaft für die Hälfte aller Abwasserprobleme zuständig. Die Leute stellen Textilien her und brauchen ungeheure Mengen an Wasser. Blau gibt es schließlich auch als gesunden Naturfarbstoff. Vor 25 Jahren begann Michael Braungart, schadstofffreie Farben zu entwickeln. Dieses Öko-Blau ist jetzt so gesund wie Fliederbeersaft und kann direkt zurück in die Natur. Die Firma Trigema beweist nun, dass das naturreine T-Shirt auch industriell hergestellt werden kann. Die ökologische Baumwolle kommt in die Färberei. Das Öko-Blau ist farbecht. Genäht wird mit Naturgarn. Alle Zutaten gehören in den biologischen Kreislauf. Das T-Shirt ist vollständig biologisch abbaubar, wie das Experiment zeigt. Wir nennen die kompostierbar. Und die Menschen denken dann, dieses T-Shirt rottet mir, wenn ich es am Körper trage. Ja, und das ist natürlich blödsinnig. Das T-Shirt ist genauso stabil und genauso robust wie andere auch. Die sind die ersten T-Shirts in der Menschheitsgeschichte, die ersten Kleidungsstücke überhaupt, die für Hautkontakt gemacht worden sind. Michael Braungart hat eine Lösung für unsere Umweltprobleme gefunden. Aber er weiß, dass die Zeit drängt. Wir haben gar keine andere Wahl. Entweder schaffen wir es, dass alle Produkte nützlich sind, dass alle Materialien an die anderen Lebewesen wieder abgegeben werden, dass wir die Artenvielfalt aktiv unterstützen. Oder wir werden uns selber zerstören. Dabei wäre die Lösung zum Greifen nah, wenn wir uns nur ein Beispiel an der Natur nehmen würden.